Manche von euch kennen vielleicht das Format Mixtalk der ARD, was immer mal wieder auf Twitch läuft und wo sehr einseitig über verschiedenste politische Themen diskutiert wird. Doch diesmal hat der Mixtalk, was Einseitigkeit, Zensur und das Abschalten kritischer Stimmen angeht, wirklich sich selbst übertroffen. In die Sendung eingeladen war unser aller Lieblingsrüstungslobbyistin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die bei der Deutschen Atlantischen Gesellschaft wie auch beim Förderkreis Deutsches Heer war. Dazu kam noch der Twitch-Streamer Drakon, der, man kann es nicht anders sagen, NATO-Propaganda macht. Er ist wirklich einer der aggressivsten Propagandisten auf Twitch, wenn es darum geht, Waffenlieferungen in die Ukraine zu promoten. Und dann durfte sogar noch ein Linksparteiler dabei sein, der so tun sollte, als wäre er gegen Waffenlieferungen, der so tun sollte, als würde er diese ganze Kriegshetze irgendwie kritisieren, was er natürlich nicht gemacht hat. Er war in allen relevanten Punkten auf Linie der transatlantischen Propaganda und hat ihr auch nicht groß widersprochen. Was er gemacht hat, war gegen das BSW zu hetzen. So viel also zu dieser vollkommen einseitigen Runde, in die auch die Moderatorin, die auch natürlich vollkommen transatlantisch war, keinen frischen Wind reingebracht hat, sondern ganz im Gegenteil. Es war eine einzige Propagandaschau. Nach einer Stunde wurde dann das erste Mal eine Stimme zugeschaltet, die eine andere Sichtweise hatte. Dominik Reichert vom Kanal Eiserner Vorhang. Dominik bezeichnet sich selbst als pro-russisch, eine Haltung, die ich nicht teile, aber die an einer pluralen Demokratie in einem offenen Diskurs, der ja eigentlich in den Öffentlich-Rechtlichen stattfinden sollte, die ja zur Neutralität verpflichtet sind und ihm Bildungsauftrag haben, die doch eigentlich dort einen Platz haben müsste, als Teil eines solchen offenen Diskurses, in dem bislang ausschließlich NATO-Propagandisten zu Wort gekommen waren. Das müsste man jedenfalls meinen, wenn man davon ausginge, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich an die Rundfunkstaatsverträge halten würde, die die Grundlage dafür sind, dass wir ihn mit unseren Gebührengeldern finanzieren. Das ist natürlich nicht passiert. Dominik wurde nach relativ kurzer Zeit rausgeworfen mit folgender Begründung der ARD. Eiserner Vorhang war nicht von uns eingeladen. Er hat sich hier zugeschaltet über Stream Together, wie es alle tun können. Wenn sich Leute dann durch Verschwörungstheorien und Fake News diskreditieren, fliegen sie wieder raus. So einfach ist es. Aber wir können nicht im Vorhinein 100% klären, was jemand sagen wird. Das ist der Preis, den wir zahlen für ein diskursives Community-Format, bei dem die Leute live dazukommen. Also die ARD entschuldigt sich hier dafür, dass sie ihn überhaupt dazugeholt haben. Also ehrlich, so vollkommen gebrainwashed sind die Leute, die dieses Format machen. Sie entschuldigen sich nicht dafür, dass sie ihn rausgeworfen haben, obwohl er etwas gesagt hat, was, wie gesagt, eine legitime Meinung ist, sondern sie entschuldigen sich dafür, dass sie ihn überhaupt dazugeholt haben. Welche Fake News oder Verschwörungstheorien Dominik verbreitet haben soll, sagt uns die ARD leider nicht. Jetzt gibt es aber eine Sache, die einen stutzig machen sollte. Denn die gute Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die, wie gesagt, nicht nur bei der Deutschen Atlantischen Gesellschaft und beim Förderkreis Deutsches Heer engagiert war, war in der Vergangenheit ziemlich umtriebig, wenn es um das Verbreiten von Fake News und Verschwörungstheorien ging. Hier mal ihr Kommentar zum Anschlag der Hamas am 7. Oktober auf Israel. Ich muss eines klar machen, diese beiden Konflikte, diese beiden Angriffe, Russlands Angriff auf die Ukraine, der terroristische Angriff der Hamas auf Israel, hängt unmittelbar zusammen. Im Übrigen war das am Tag von Putins Geburtstag, der 7. Oktober. Das sind alles keine Zufälle. Das war ja an Putins Geburtstag. Das kann kein Zufall sein. Das erinnert mich so ein bisschen an die Leute, die auf Dollarscheinen nach Illuminati-Symbolen suchen und dann sagen, das kann kein Zufall sein. Also vom intellektuellen Niveau ist das so ungefähr die gleiche Ebene. Ich bin auf dem Twitter-Account vom guten Matthias auch noch auf einen Clip gestoßen, wo Strack-Zimmermann wirklich sehr interessante Thesen zur Wahl Robert Ficos, also des Ministerpräsidenten der Slowakei, der sich gegen Waffenlieferungen in die Ukraine ausspricht, zum Besten gegeben hat. Also in den sozialen Netzwerken ganz sicher. Wir wissen, dass durch Trolle schwer versucht wird, die öffentliche Meinung in den westlichen Staaten zu beeinflussen, zu konterkarieren. Das kann möglicherweise mit einem Grund sein. Ich will das jetzt nicht voreilig sagen, aber wir wissen, dass diese sogenannten hybriden Angriffe deutlich über die Ukraine hinausgehen. Also besonders die Staaten eben wuschig macht, die bereit sind zu helfen. Und deswegen müssen wir davon ausgehen, dass auch diese Wahl gesteuert wurde von Moskau.
Die Behauptung, dass die Wahl in der Slowakei von Moskau gesteuert wurde, ist vollkommen frei erfunden. Es gibt keine Hinweise, die darauf hindeuten. Was hier verbreitet wird, ist also nicht nur einfach eine Verschwörungstheorie, es sind glasklare Fake News. Und das sind nur zwei Ausschnitte, die ich nach relativ kurzer Recherche total schnell gefunden habe. Also bei Strack-Zimmermann, da könnte man wirklich Compilations, die über Stunden und Stunden gehen, zusammenstellen, wo ihre ganzen Fake News und Verschwörungstheorien zusammengefasst sind. Also man denke auch an das Geschwurbel, was sie zum Nord Stream-Anschlag zum Besten gegeben hat, wo sie behauptet hätte, der Russe habe seine eigene Pipeline in die Luft gesprengt, worauf es auch gar keine Hinweise gibt. Aber das will ich jetzt hier gar nicht vertiefen. Der Punkt, um den es geht, ist, dass die ARD überhaupt kein Problem mit Fake News hat, dass sie kein Problem mit Verschwörungstheorien, Verschwörungsmythen oder wie man es sonst noch beschreiben will hat. Die ARD hat ein Problem mit Leuten, die nicht auf der transatlantischen Linie sind. Die ARD hat ein Problem mit Leuten, die gegen Waffenlieferungen sind. Die ARD hat nicht nur ein Problem mit prorussischen Stimmen, sie hat ein Problem mit allen Stimmen, die diesen Krieg schnellstmöglich beenden wollen. Deswegen verengt sie den Diskursraum. Deswegen schmeißt sie kritische Leute aus ihren Twitch-Streams und deswegen lässt sie nur eine Seite zu Wort kommen. Das Fazit dieses Videos ist also das gleiche, wie es ist bei fast allen anderen Reaktionsvideos, die ich auf die Öffentlich-Rechtlichen gemacht habe, war. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk macht Regierungspropaganda. Dieser Laden muss reformiert und sollte das nicht möglich sein, abgeschafft werden. Es kann nicht sein, dass hier auf Twitch junge Leute von transatlantischer Kriegspropaganda indoktriniert werden und jede kritische Stimme mundtot gemacht wird, sei es im Twitch-Chat noch sei es in der Diskussion selbst, wie ich ja gerade gezeigt habe. Wir werden auf diese schlimmen Aussagen von Dominik Reichert übrigens noch in einem gesonderten Video reagieren. Schaut gerne vorbei, es wird in den nächsten Tagen auf diesem Kanal hier online kommen. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal.